galaxieweiten Angriffe Teil eines groß angelegten und organisierten Invasionsplans sind. Ja, ich habe schon einmal mit Ihnen gesprochen. Haben Sie meinen Sohn gefunden? Die Invasoren als noch nicht. Verzeihung. So nannte auch der gefallene Commander Shepard einen vermeintlich theoretischen Feind. Das Allianzmilitär hat den Hades zurückgekehrt. Das könnte ich aber ignorieren. Willkommen, Commander Shepard. Wählen einen Moment, bitte. Ankunft in der Bezirksebene Purgatory. Ich kann nicht glauben, dass er das getan hat. Das waren Flüchtlinge. Verdammt, die hatten doch sowieso kaum was. Haben ihr Zuhause verloren, ihre Liebsten. Und dann die anderen. Ich weiß, dass es Beschwerden gibt. Wir tun unser Bestes mit dem, was wir haben, aber lassen Sie mich ausreden. Unser Energieraster kann nur eine bestimmte Energiemenge verkraften, dann schreibt sich. Dieser Cerberus-Mistkerle hat uns. Sie geben also zu, dass Sie und Ihre Leute illegal hier sind. Ja, und C-Sicherheit hat es schon nach 3 Wochen gemerkt. Mir ist egal, wer Sie sind. Für Sie gilt das Gleiche wie für alle anderen Flüchtlinge. Kommen Sie mit. Ich glaube nicht. Shirk, ich brauche die Asari-Ratsherren. Ich grüße Sie, Arya. Brauchen Sie irgendwas? Ich soll die Einwanderungsformalitäten durchlaufen. Aber natürlich. Erledigt. Kann ich noch etwas tun? Nein. Vielen Dank. Gern geschehen. Wir sind hier wohl fertig. Gute Show, was, Shepard? Es gibt nur eine Regel auf der Citadel, was? Sieht so aus. Ich hasse diesen Ort. Schrecklich verklemmt. Warum sind Sie dann hier? Cerberus hat mir Omega gestohlen. Der Unbekannte steht auf Platz 1 meiner Abschussliste. Er bezahlt für jede Sekunde, die ich in dieser Bürokratiehölle verbringe. Sie können ja an einem anderen Tag weiterkämpfen. Und dieser Tag kommt. Ich hole Omega zurück, aber dazu komme ich noch. Für Sie habe ich einen Vorschlag. Ich höre zu. Es ist doch so, wenn Sie die Reaper nicht besiegen, sterben wir alle. Egal, wo ich gerade bin. Also will ich Ihnen helfen. Was bieten Sie mir an, Arya? Auf Omega hatte ich Bloodpack, Blue Suns und Eclipse unter Kontrolle. Jetzt laufen Sie Amok. Das will aber niemand. Vereinen Sie sie unter meiner Führung und Sie haben eine mächtige Armee für Ihren Krieg. Ich habe mit allen Gruppen eine Basis gelegt. Jetzt müssen Sie die Deals abschließen. Ein bewaffneter Verbrecher schießt dir immer in den Rücken. Sie haben bereits Waffen. Ich sorge dafür, dass Sie auf die Reaper gerichtet sind. Ich will Ihnen nur helfen. Überlegen Sie sich's. Besuchen Sie Nar. Er ist für das Bloodpack zuständig. Der Anführer der Blue Suns ist inkognito auf der Citadel. Er erwartet Sie schon. Und ich habe ein Abkommen mit Yona Sedaris, der Eclipse-Anführerin. Ihr Freund Commander Bailey muss Sie nur aus dem Gefängnis lassen. Sie kennen Bailey wohl nicht besonders gut. Nutzen Sie Baileys Respekt aus. Eine professionelle Söldnerstreitmacht dürfte das wohl wert sein, oder? Bis dahin bin ich guter Laune. Melden Sie sich, wenn Sie was besprechen wollen. Hey, Commander! Schön, dass Sie runter in den Dreck zu uns Frontschweinen kommen. Sie meinen, ich mag keinen Dreck? Ach, kommen Sie. Ich habe gar nichts gemeint, Loco.
Sicher. Also, was haben Sie gemeint? Sehen Sie den Marines da? Keine Offiziere. Nur die normale kämpfende Truppe. Und? Sie haben alle meine Drinks bezahlt. Wissen Sie warum? Aus demselben Grund, warum Sie verstummt sind, als Sie reinkamen. Sie scheinen mich aber nicht einzuschüchtern. Ich finde, Sie könnten etwas respektvoller sein. Sicher. Aber wir haben gekämpft. Ich habe Sie in Action gesehen. Nichts für ungut. Sie sind wahrscheinlich einer der Besten. Wahrscheinlich? Aber Sie sind nur ein Mensch. Wie ich. Aber die nicht? Nein. Ich weiß noch, wie man sie zum ersten Spectre der Menschen gemacht hat. Ich habe das Video gesehen, wie wir alle. Aber für die sind sie überlebensgroß. Ich habe ja schon viel gesehen, aber ich bin auch nur ein Soldat. Ich gehöre zu ihnen. Schon, aber die kennen sie nicht. Sie wissen nur, was ihnen erzählt wurde. Hören Sie, Sie wollen beweisen, dass sie zu uns gehören? Mag sein. Dann geben Sie einen aus. Nicht übertreiben. Dann geben Sie wenigstens mir einen aus. Ich dachte schon, dass es darauf hinausläuft. Ja, und ich denke, dass Sie mir keinen ausgeben werden. Wenn wir wieder auf der Erde sind, zahle ich. Wollen Sie mir wirklich keinen Drink ausgeben? Commander, als ich von der Erde hörte, wollte ich Sie anrufen, bin aber nicht durchgekommen. Thane, schön, dass Sie noch in Form sind. Meine Krankheit tötet langsam. Bei guter Pflege und gesundem Lebenswandel habe ich noch ein paar Jahre. Laut Prognose müsste ich längst tot sein. Ich trainiere nur, weil es mir Spaß macht. Was machen Sie hier? Eine Freundin besuchen, die wegen mir verletzt wurde. Ashley. Die Dunkelhaarige auf der Intensivstation. Sie beginnt bald in meiner Gruppe mit der Physiotherapie. Das ist sie. Wenn sie Ihnen etwas bedeutet, helfe ich ihr so gut ich kann. Solange sie hier ist, steht sie unter meinem Schutz. Das weiß ich zu schätzen. Mein Leben ist fast vorbei. Ein guter Zeitpunkt für Großzügigkeit. Das Kepral-Syndrom hat die meisten meiner Pläne durchkreuzt. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Für Sie auch. Und keine Sorge. Ich habe gute Ärzte. Und meine Söhne besuchen mich. Vielleicht können wir ja über das Extranet Kontakt halten. Bis wir uns wiedersehen, Shepard. Huerta Krankenhaus zu nennen. Was geht hier vor? Willkommen bei Sirta. Sie kaufen uns Lebensrettungsgerätschaften für 90 Millionen Credits, dann dürfen Der Gewinn aus sämtlichen Verkäufen fließt in die medizinische Forschung. Meine Aufgabe hier ist erfüllt. Danke für Ihren Besuch bei Sirta. Womit können wir Ihnen helfen? Sirta ist eine gemeinnützige Organisation, die sich den medizinischen Bedürfnissen aller intelligenten Spezies verschrieben hat. Ha,
passen Sie auf sich auf. Das Allianzmilitär hat den Hades-Kammercluster den einfallenden Reaper-Streitkräften überlassen. Shepard, da sind Sie ja. Dr. Jaquas, Sie hier? Ich arbeite in einem Labor der Allianzforschung im Shelter-Bezirk, direkt unter Admiral Hackett. Ich hörte, Sie seien von der Erde entkommen und hätten einen Schwerverletzten. Ich kam so schnell ich konnte. Es ging gegen ein synthetisches Wesen von Cerberus. Ashley hat's schwer erwischt. Wie geht es ihr? Sehr gut, angesichts der Umstände. Lieutenant Commander Williams' Belastbarkeit und Dr. Michels Fähigkeiten sind beeindruckend. Ich wünschte, ich hätte auf dem Mars helfen können. Ihr Platz ist auf der Normandy, nicht in einem Labor. Ganz Ihrer Meinung. Ein Wort von Ihnen und ich bin dabei. Die Normandy wäre ohne Sie nicht dieselbe, Doktor. Holen Sie Ihre Sachen. An Dockbucht D24. Jawohl, Commander. Und danke. Danken Sie mir nicht zu früh. Joker ist auch noch an Bord. Und er nimmt bestimmt seine Medikamente immer noch nicht richtig. Primarch Victus hat einen Kriegsgipfel der Ratsvölker einberufen und dazu angeblich auch die Krogane eingeladen. Der Asari-Geheimdienst meldet, dass Reaper-Streitkräfte im Silian-Nebel und in der Luft abkommen. Ja. Ich versuche, die Grissom-Akademie zu erreichen. Sie haben biotische Verstärker-Interfaces, die ich vielleicht für die Anwendung durch Asari adaptieren kann. Ich habe Ihr Gespräch mitbekommen. Die Grissom-Akademie existiert nicht mehr. Aber als ich dort war, habe ich das hier gefunden. Was ist das? Ja, Sie sind zwar auf die menschliche Physiognomie ausgerichtet, aber mit einigen Änderungen sollten Sie auch für Asari funktionieren. Das ist genau das, was ich gebraucht habe. Danke. Kräften überlassen. Hören Sie, die Prototypen sind wichtig. Wir brauchen die Biotik-Upgrades für den Kampf gegen die Reaper. Ich weiß, dass die Isma-Grenze nicht sicher ist. Die können mein Bein aber ersetzen, oder? Ja. Ja, aber der Klongewebeersatz dauert Monate. Oh nein. Ich empfehle dringend, vor der Operation mit unserem Psychiater zu sprechen. Ilium wird angegriffen. Ich will eine Antwort, Lieutenant Commander. Die Galaxie braucht außergewöhnliche Soldaten wie Sie. Jetzt mehr denn je. Ich brauche noch Zeit. Sie bekommen meine Antwort. Bestimmt. Ich bin sehr gespannt. Shepard? Odina, ich habe Ihre Mail gekriegt. Schon entschieden? Ob ich Inspektor werde? Noch nicht. Es ist eine Ehre, aber ich weiß nicht. Ich muss noch darüber nachdenken. Eine große Entscheidung. Nachdenken schadet nicht. Hier für Sie. Ich dachte, Sie hätten vielleicht etwas Freizeit. Danke. Sehr nett. Ich gehe hier schon die Wände hoch. Wie geht es Ihnen? Ganz gut soweit. Die Schwester sagt, Sie hätten nach mir gesehen. Ich war bewusstlos. Wir hatten keine Zeit zum Reden, wenn Sie sich dazu in der Lage fühlen. Ja. Ich war nicht sicher, ob Sie das wollen. Sie haben auf dem Mars klargemacht, wo Sie stehen. Was meinen Sie damit? Sie gehören nicht mehr zu Cerberus. Fall abgeschlossen. Ende. Es ist wahr. Okay. Kontakt abgebrochen. In Ordnung. Es ist nur, wenn Sie die Befehle geben, muss ich auch auf Sie zählen können. Das geht mir genauso. Da draußen herrscht Chaos. Wir haben nur die Leute um uns herum. Wir müssen einander trauen, sonst klappt's nicht. Abgemacht? Abgemacht. Ruhen Sie sich aus. Wenn Sie was brauchen, geben Sie Bescheid. Shepard, Moment. Da ist noch etwas. Ich wusste nicht, ob ich's erwähnen sollte. Worum geht's? Meine Familie auf der Erde. Ich habe nichts von ihr gehört. Es macht mich verrückt. Aber Sie sind beschäftigt. Wir können später reden. Ich habe jetzt auch Zeit.
Ich muss wieder zurück. Passen Sie auf sich auf. Sie auch, Shepard. Das Militär braucht jeden, den es kriegen kann. Sie beide könnten Leben retten, indem Sie den Ärzten in den Flüchtlingslagern helfen. Danke. Wer war das? Der erste Spectre der Menschen? Wow, Commander Shepard. Überteuerte Preise verlangt ein guter Mann. Den Flüchtlingen einfach seine Dienstleistungen verweigern. Jetzt zu verkaufen wäre unklug. Willkommen bei Elkos Combine Arsenalvorräte. Geöffnete Ware kann nur gegen Gutschrift zurückgegeben werden. Danke, schauen Sie mal wieder vorbei. Willkommen bei Elkos Combine Arsenalvorräte. Willkommen bei Canala Export. Canala Export bietet Ihnen die Befriedigung für Sicherheit und Seelenfrieden. Ich denke, ich werde mit dem Schluss machen. Es lief schon nicht gut, bevor er in den Einsatz geschickt wurde. Wenn wir vom Finanzbau dies auf Militärgerät umschwenken, verlieren wir Millionen. Wen interessiert denn das Geld? Der Rat hat die Invasoren als Reaper bezeichnet. Schnell, Hände auf den Rücken. Sie werden gleich hier sein. Wovon zum Teufel reden Sie denn da? Von Krieg, dem Bloodpack-Anführer. Wenn Arya ihn Shepard bringt, stehen seine Leute unter ihrem Befehl. Wir locken ihn nur raus, damit wir ihn ausschalten können. Sie sollten mich nicht hintergehen. Ruhe! Ah, Arya T'Loc ist mächtiger, als Creed dachte. Erst ihre Anweisungen, unbemerkt auf die Citadel zu kommen. Und jetzt das! Brrr. Commander Shepard! Nur damit Sie's wissen, Ihr Kopf wird die Kühlerfigur meines Privatshuttles! Halten Sie Abstand, Creed, und erfüllen Sie Arias Bedingung? Arr, absolut! Arya kann Bloodpack nach Belieben einsetzen! Mit Ihnen habe ich nicht geredet, Brill? Was? Sie haben mein Wort! Nicht ihn. Grill soll die Führung übernehmen. Er ist Arias Dealpartner. Ja! Ja! Ich bin Arias Maulwurf, Shepard. Das alte Spiel. Eine Hand wäscht die andere. Kleiner Rat. Hintergehen Sie Arya nicht. Ich bin ehrgeizig, aber nicht verrückt. Aha. Gute Arbeit, Nal. Danke für die Waffe. Jederzeit. Grill und ich sagen Arya, dass wir grünes Licht haben. Die Turianischen Truppen stehen anscheinend auf verlorenen Posten. Wenn wir von Finanzen
Wollen Sie dahin? Ich glaube nicht, dass ich das noch länger machen kann. Der Asari-Geheimdienst meldet, dass Reaper-Streitkräfte im Silea-Nebel und im Limbus-Cluster gesichtet wurden. Ilium wird angegriffen, obwohl die Asari-Kolonie... Wir müssen Jake in den Hut bringen. Er sollte mit anderen Kindern... Ich erinnere mich an Sie beide, Michael und Rebecca, richtig? Hören Sie, tun Sie einfach, was für Ihre Familie am besten ist. Aber tun Sie es bald. Die Lage da draußen wird immer schlimmer. Das machen wir. Und vielen Dank. Willkommen bei Casa Fabrication Waffen. Casa Fabrication Waffen hat die... Hallo, Shepard. Sieht aus, als würden Sie Daten sammeln. Diese Annahme ist korrekt. Etwas Weltbewegendes? Die Unmenschlichkeit des Menschen? Ob es eine objektive Realität gibt? Was in der Art? Ich spiele Szenarien durch, um Jeffs Verhalten zu verstehen. Ich glaube, dass er starke Gefühle für mich hegt. Aber er hat noch mit niemandem darüber gesprochen. Shepard, Sie haben sexuelle Erfahrungen aus erster Hand. Woher wissen Sie, wenn jemand emotional engagiert ist? Das zeigt sich an verschiedenen Dingen. Man muss ständig an die andere Person denken. Man bittet sie um Treffen, macht Geschenke, hört eine bestimmte Musik. Ich brauche aber nur Hardware- und Software-Upgrades. Und für meine Kernprogrammierung ist Musik völlig bedeutungslos. Vielleicht sollten wir besprechen, wie wir Jeff zu einer emotionalen Bindung bringen. So macht man das nicht. Es muss natürlich ablaufen. Die Chemie muss stimmen. Verstehe. Es gibt zahlreiche Stoffe, die ich injizieren könnte, um die gewünschte Emotion zu erzeugen. Nein, Sie sollten ganz entspannt etwas tun, was Sie beide mögen. Etwas Einfaches. Humor zum Beispiel. Korrekt. Ich werde mich informieren, ob es irgendwo auf der Citadel Comedy-Shows gibt. Scanne. Meinen Sie, er würde der Mann, der sich aufhängte, mögen? Es geht um einen liebeskranken Schönheitschirurgen. Edie, wichtig ist, dass man Spaß hat, egal was man macht. Und wenn Sie Spaß daran haben, hat er ihn wahrscheinlich auch. Dann ist das Resultat eine Unbekannte. Aber Sie meinen, ich sollte es trotzdem versuchen. Niemand hat sich je verliebt, ohne ein wenig Mut zu beweisen. Verstehe. Ich denke, meine Chancen haben sich ihretwegen verbessert, Shepard. Danke. Ich habe bemerkt, dass auf der Citadel häufig öffentlich Zuneigung bekundet wird. Das Vorkommen ist unproportional hoch. Jeder kann morgen schon tot sein, Edie. Zueinander zu finden gehört zu den wenigen Dingen, die noch möglich sind. Ich frage mich, ob die Kroganer das auch so empfinden. Willkommen in der Citadel Geschenkeboutique. Willkommen bei Nos Astra Sportartikel. Weidmanns Heil. Hey Commander, sehen Sie mal. Schlagzeile, neuer Blasto-Film bricht am Startwochenende Rekorde. Dann gibt's noch Artikel über Quasar-Turniere. Tipps, wie man seine Wohnung größer erscheinen lässt. Und, ach ja, eine fette Reaper-Invasion. Sie haben keine Ahnung. Wenn's um die Galaxie geht, halten sich die Leute an das, was sie kennen. Als ob das was Gutes wäre. Besser als Aufstände auf den Straßen. Mag schon sein, aber gibt's denn keinen Mittelweg? Etwas weniger Gartenpflege und mehr Kriegsvorbereitung. Kommt schon noch, sobald die Leute aktiv helfen kann. Und bis dahin ignorieren Sie die unabhängige KI auf dem Präsidium. Hat sie Ärger gehabt? Nein, sie ist mein Mobilitäts-Mac. Dank des Wohlig-Syndroms darf ich sie offiziell überall mit hinnehmen. Endlich bringt mir der Behindertenausweis mal was. Sie ist sicher auch froh, mal ein bisschen was zu sehen. Oh, sie hat sich den Landgang verdient. Willkommen in der City der Geschenke.
leid, ich kann Ihnen nicht helfen. Aber Ihr Geschäftsführer hat gesagt, ich bekomme von Ihnen eine Rückerstattung, wenn ich einen Termin mache. Hören Sie, er wird nicht weggehen. Je früher Sie ihm die Rückerstattung geben, desto früher können Sie nach Hause. Ja, Sie haben recht. Bringen wir es hinter uns. Hier, ich habe Ihnen eine volle Rückerstattung geschickt. Wirklich? Ja. Meinen Sie das ernst? Natürlich. Eine volle Rückerstattung? Ja. Herzlichen Glückwunsch. Die kompletten 15 Credits. Oh, wow. Hey, danke. Willkommen bei Aegor Munition. Unsere Kundendienstexperten sind stets am Ankauf neuer Technologien interessiert. Danke, dass Sie bei Aegor Munition... Willkommen bei Cyprotein Waffen. Wir freuen uns über Ihren Besuch. Das ist problematisch. Wir müssen irgendwie die Wärmeeinheiten stabilisieren, damit die Wassertemperatur konstant bleibt. Die Lage der Kolonie ist für unsere Spezies alles andere als ideal. Das Gelege ist in Gefahr, wenn wir nicht bald handeln. Wenn wir von Finanz-VIs auf Militärgerät umschwenken, verlieren wir Millionen. Ich habe Pelevan brennen sehen. Und dieses Feuer wird nicht so schnell verlöschen. Wenn Sie helfen können... Hören Sie, Cyrus. Wenn Sie Ihre Aktien verkaufen, muss ich absetzen. Bitte. Aber ich verkaufe keine Finanz-VIs, während meine Heimatwelt in Flammen steht. Okay. Shepard, was verschafft mir die Ehre? Reden wir über die Freilassung von Jonas Sedaris. Sie auch? Jemand hat den Rat dazu gebracht, Sie freizulassen. Ich verzögere das gerade. Was haben Sie damit zu tun? Das ist geheim. Sagen Sie doch gleich, dass es mich nichts angeht. Ich lasse diese Psychopathin jedenfalls nicht frei. Sie ist instabil und ganz klar eine Bedrohung. Ich will zu ihr und das selbst beurteilen. Klar, Sie geben mir bestimmt recht. Vielleicht hört dann der Rat auf Sie und setzt den Befehl aus. Mein Assistent im C-Sicherheit-Bezirksaußenposten stellt den Kontakt zu Sedaris her. Danach melden Sie sich wieder.
Hat einen vermeintlich theoretischen Feind. Das Allianzmilitär hat den Hades Gamma Cluster den einfallenden Reaper-Streitkräften überlassen. Ja, sein Trupp ist zurück. Erbitterte Kämpfe auf Pallas. Willkommen, Commander Shepard. Wählen Sie bitte ein Ziel aus. Einen Moment bitte. Ankunft in Andockbucht D24. Der Asari-Geheimdienst meldet, dass Commander, sehen Sie nach Ihrer neuen Rekrutin? Ich wollte nur sehen, wie es Ihnen geht. Ich versuche noch, mich einzuleben. Bei der Arbeit an den Upgrades der Normandy ging ich abends immer nach Hause. Ich hatte nicht mal eine Zahnbürste oder frische Wäsche und musste alles behelfsmäßig auf der Citadel kaufen. Wenn Sie wieder was brauchen, fragen Sie. Wir sitzen in einem Boot. Oh, schon okay, Commander. Sie haben bestimmt größere Sorgen. Wir haben Anforderungsformulare. Meine Zahnbürste ist eine Scission Pro Mark IV, die mit Masseneffektfeldern Plaque entfernt und den Gaumen massiert. Kostet 6000 Credits. Okay, darum müssen Sie sich selber kümmern. Jedenfalls, danke für die Chance, hier bleiben zu dürfen. Sonst noch irgendwas? Weitermachen, Spezialistin. Ich habe etwas gefunden. Commander, ein Rufsignal von Admiral Hackett. Stellen Sie ihn durch, Lieutenant. Shepard, wir haben ein geheimes Cerberus-Labor entdeckt, Funktion unbekannt. Ein Erkundungsteam musste sich zurückziehen, bevor Ergebnisse vorlagen. Weitere Infos? Wir glauben, Sie lagern und studieren in der Anlage Reaper-Tech. Wir haben uns gefragt, was Cerberus mit den Reapern zu tun hat, und dort liegt vielleicht die Antwort. Wir sind dabei. Finden Sie raus, was Cerberus macht, und bringen Sie mir Proben von Reaper Tech, Commander. Hackett Ende. Ja.
Schon unterwegs. Oh, Medigel-Verbesserung nur für Hanar. Außer Cerberus würde das niemand einen Fehlschlag nennen. Signaturen sind mir neu. Hab die Ruhe. Sicher.
Status. Kämpfe gegen mehrere Ziele. Könnte ein bisschen riskant werden. Wünschen Sie mir Glück. Lieutenant. Wir haben keine anderen Strategien, Shepard. Dann suchen wir einen anderen Weg. Weiterkämpfen. Exfiltrationspunkt. Unsere besten Techniker sehen sich gerade die Reaper-Tech aus dem Labor an. Was hat Cerberus damit gemacht? Das wissen wir noch nicht, aber was Cerberus auch vorhat, es kann nichts Gutes sein. Selbst wenn wir den Zweck nicht rauskriegen, haben wir ihre Experimente gestört. Sie werden deshalb nicht aufgeben. Stimmt. Wir werden die Anlage weiterhin angreifen. Gute Arbeit, Commander. Ja, Commander? Das ist alles. Natürlich, Commander.
die Feeds von Palavin gesehen? Brutal. Erstaunlich, dass die Turianer noch stehen. Die Vögel geben nicht auf. Sie haben neue Nachrichten, Commander. Signal bestätigt. Sie dürfen andocken, Normandy. Benötigen Sie ein Transportmittel? Ich muss zum Krankenhaus. In Ordnung. Ich habe diese Medigel-Formel gefunden und mir gedacht, Sie könnten vielleicht etwas damit anfangen. Woher haben Sie die? Ach, vergessen Sie es, nicht so wichtig. Ja, damit können wir etwas anfangen. Danke. Der Rat hat die Invasoren als Reaper bezeichnet. So nannte auch der in Ungnade gefallene Commander Shepard einen vermeintlich theoretischen Feind. Hören Sie, die Prototypen sind wichtig. Wir brauchen die Biotik-Upgrades für den Kampf gegen die Reaper. Die Reaper halten mittlerweile eine. Schön, Sie auf den Füßen zu sehen. Ja. Alles in Ordnung? Glaub schon. Ich habe Udina zugesagt. Spectre-Status. Mein Glückwunsch. Unwichtig, verglichen mit der Gesamtlage. Sie haben eine beeindruckende Dienstakte. Sie verdienen das. Danke. Das von Ihnen bedeutet das viel. Er sagte, sobald ich hier raus bin, gibt's die offizielle Zeremonie. Und danach? Lust, wieder auf die Normandie zu kommen? Wenn ich gefragt würde, auf alle Fälle. Freut mich. Geht's Ihnen besser? Bestens. Bis auf den Papierkram, mit dem der Doc mich zumüllen wird. Tut mir leid, dass ich so abwesend bin, aber... Was ist denn? Nachricht von meiner Mutter. Sie konnten rechtzeitig fliehen. Das sind gute Neuigkeiten. Aber meine jüngste Schwester Sarah hat gerade erfahren, dass ihr Mann gefallen ist. Er war Second Lieutenant, stationiert auf Demeter. Guter Mann. Mein Beileid, Ash. Danke. Sarah hat das Militär nie interessiert. Wir waren bei ihrer Heirat alle sehr überrascht. Wie viele Familien werden wohl von den Reapern auseinandergerissen? Darüber will ich nicht nachdenken. Es ist so hoffnungslos. Sie trifft keine Schuld daran, Ashley. Aber ich bin doch ihre große Schwester. In den Klauen der Umstände habe ich weder gezögert noch geschrien. Nach den Hieben des Schicksals ist mein Kopf blutig, aber nicht gesenkt. Woraus ist das? Unbesiegt von Henley, Vaters Lieblingsdichter. Man soll nie aufgeben. Richtig. Meine Schwester will bei der Gedenkstätte ein paar Worte über den Wert der Familie sagen. Das wird hart. Informieren Sie mich, okay? Mach ich. Und danke, Shepard. Bitte warten Sie bei neuen Patienten. Die Übrigkeit.
Commander Shepard. Wählen Sie bitte ein Ziel aus. Einen Moment bitte. Bei den Präsidiumsbotschaften. Aber ich brauche Beweise. Haben Sie meinen Sohn gefunden? Noch nicht. Verzeihung, aber diese Angaben gehen nur davon aus. Der Rat hat die Person als Reaper bezeichnet. So nannte auch der in Ungnade gefallene Commander Shepard einen vermeintlich theoretischen Feind. Hallo, Ma'am. Was kann ich heute für Sie tun? Was für eine nette Jungfrau. Sehr ähnlich. Erbitterte Kämpfe auf Palan. Die Reaper. Willkommen, Commander Shepard. Einen Moment, bitte. Ankunft in Andockbucht D4. Einen Moment, bitte. Ankunft im Präsidium Unterhaus. Hast du schon entschieden, wie du es ihm sagst? Keine Ahnung. Eine SMS ist so unpersönlich. Er riskiert auch sein Leben. Ja, er verliert. Eine halbe Galaxie entfernt scheint es sich um den gleichen Hintersuchen zu handeln. Sie glauben nicht, dass die Zukunft. Der Rat hat verkündet, dass diese Galaxie bei der Einstellung. Sie sehen schrecklich aus. Ich habe Kontakt mit Jonas Sedaris in ihrer Zelle. Sie können über diese Konsole mit ihr sprechen. Danke, wir brauchen Privatsphäre. Natürlich. Sie können danach auch Commander Bailey über dieses Terminal erreichen. Wer spioniert da jetzt wieder? Ah, ich sehe schon. Gut. Arias Zwangsarbeiter bringt mich endlich in die Freiheit. Ich möchte vor der Freilassung noch mit Ihnen reden. Blödsinn. Sie haben keine Wahl. Und wenn ich draußen bin, rollen Köpfe. Oh ja. Sie haben viele meiner Leute getötet. Das habe ich nicht vergessen. Das Leben geht weiter. Natürlich. Sobald meine Feinde alle tot sind. Erstklassig, oder? Sogar hier drin müssen sie mit mir verhandeln, weil ich die Macht habe. Ach, wirklich? Ja, mein Stellvertreter Sane ist eine willensschwache Kröte. Hätte er Eier, würde er selbst die Kontrolle übernehmen. Aber er widersetzt sich nicht. Er weiß es besser. Holen Sie mich jetzt raus, Shepard. Bailey soll mich freilassen. Bailey, ich war bei Sedaris. Sie ist verrückt, oder? Es wäre hirnrissig, sie rauszulassen. Sie ist eine Bedrohung. Ich versuche nur, das Problem zu lösen. Klingt gut. Ich mache nichts, bis ich von Ihnen höre. Die Reaper halten mittlerweile einen Großteil des Planeten besetzt. Die turianischen Truppen stehen anscheinend auf verlorenem Posten. Primarch Victus hat einen Kriegsgipfel der Ratsvölker einberufen. Willkommen, Commander Shepard. Wählen Sie bitte ein Ziel aus. Sie dürfen andocken, Normandy. Benötigen Sie ein Transportmittel? Ich muss sofort ins Flüchtlingslager. In Ordnung. Bao, Olun leistet für die Hanna Lobbyarbeit zur Unterstützung der Kriegsbemühungen. Dann ist er eindeutig nicht indoktriniert. Wer stellt sich gegen ihn? Ein Hanna ohne Namen, der kürzlich von KJ hierher versetzt wurde. Ich durchsuche die Transitdaten nach eintreffenden Hanna. Letztlich dreht sich alles nur um den Krieg. Und Sie wollen jeden mit hineinziehen. Wäre es Ihnen lieber, wenn die Reaper den Sieg davontragen? Ich würde lieber die Zeit, die mir noch bleibt, mit Keiji verbringen.
Keiji hätte nicht gewollt, dass sie sich ständig in dieses Ding einstöpseln. Nun, dann hätte er nicht sterben sollen. Das Allianzmilitär hat den Hades Gamma Cluster und den einfallenden Reaper Streitkräften. Die Reaper halten mittlerweile einen Großteil des Planeten besetzt. Leon ist auf der Willkommen bei Batarian State Arms. Ihre Käufe kommen der Hegemonie zugute. Der Asari-Geheimdienst meldet, dass Reaper-Streitkräfte im Silea-Nebel und im Nimbus-Cluster gesichtet wurden. Ilium wird angegriffen. Obwohl die Asari-Kolonie von Galavan und der Erde eine halbe Galaxie entfernt ist, scheint es sich um die gleichen Invasoren zu handeln. Wir haben gerade die Meldung bekommen, dass ein weiteres Schiff Palavin verlassen wird. Bereit machen, Männer. Darum bin ich nicht hier. Ich will über Jonas Sedaris Freilassung reden. Oh, dann koordinieren Sie das also richtig? Es war meine Idee. Aria wollte die Unterstützung von Eclipse. Und ich hole auf diesem Weg den Boss raus. Sie sollten Eclipse leiten. Hä? Sie könnten das. Lassen Sie Sedaris im Knast und machen Sie den Deal selbst. Hm. Das wäre ein Aufstieg. Und Aria würde mir die Führung überlassen? Warum denn nicht? Okay, okay. Dann machen wir das so. Sedaris bleibt im Knast. Ich rufe sofort Aria an. Guter Mann. Wow. Aria hat nicht geflunkert. Der große Commander Shepard an einer Leine. Ich habe eigene Gründe, dass ich hier bin, Voske. Aber natürlich. Wie auch immer, sagen Sie ihr, ich sei beeindruckt. Aber um Geschäfte zu machen, muss Problem gelöst werden. Und das wäre? Ein turianischer General namens Oraka hat es auf die Blue Suns abgesehen. Er beschwert sich massiv über unsere Aktivitäten in diesem Sektor. Sobald Oraka tot ist, kann Aria über meine Leute verfügen. Sie glauben wirklich, ich würde einen turianischen General liquidieren? Aria scheint es zu glauben. Warum hätte sie sie sonst hergeschickt? Sie kannte den Preis. Klären Sie das untereinander. Und, sagen Sie Aria, dass ich immer noch mit ihrem blauen Hintern in meinem Bett rechne. Was gibt's denn, Shepard? Wussten Sie davon? Könnten Sie etwas präziser sein? Dana Voske erwartet, dass ich General Oraka töte. Wen interessiert, was Voske will? Oraka muss doch nur damit aufhören, seine Aktionen zu stören. Ich dachte, wenn Sie mit Oraka reden, können Sie ihn dazu bringen, dass er sich zurückzieht. Und wenn er nicht vernünftig wird, rufen Sie mich und ich kümmere mich darum. Ich sehe da keinen Unterschied. Der Unterschied ist, dass ich ihm die Chance gebe, sein Leben zu retten. Klar. Und warum haben Sie mir das nicht selbst gesagt? Weil Voske Sie persönlich sehen musste, um zu erkennen, mit wem er es zu tun hat. Außerdem könnte ich es nicht ertragen, wenn mir der Dreckskerl nochmal auf die Titten starrt. Dann würde ich ihn nämlich umbringen. Ja, er hat erwähnt, dass ich mit ihm schlafen werde. Wir haben alle unsere Wahnvorstellungen. Das Allianzmilitär hat den Hades Gamma Cluster und den einfallenden Reaper-Streitkräften. Ich habe eine Liste der Hanan-Neuankömmlinge, Bau. Ich leite sie an Sie weiter. Verdammt! Das sind alles Kontaktnamen. Die Hanan-Namen von dem Allianzangriff sind aber Seelennamen. Und Hanan-Seelennamen sind privat. Sie stehen in keinem offiziellen Verzeichnis. Haben Sie Zugriff auf die persönliche Kommunikation? Schon dabei. Vielleicht finden wir dort Namen. Und wie geht's dem Rest des Teams? Sonst noch jemanden getroffen? Garrus hilft uns auf den... Er hat noch nie einen guten Kampf ausgelassen. Was ist mit Jacob? Ich habe nichts von ihm gehört. Jacob hätte mich dazu bringen können, wieder auf die Normandie zu kommen. Ich dachte, Sie wären glücklich mit Ihren Erinnerungen an Keiji. Hey, ich bin nostalgisch, nicht tot. Diese galaxieweiten Angriffe Teil eines groß angelegten und organisierten Invasionsplans sind. Der Rat hat die Invasoren als Reaper bezeichnet.
nannte auch der in Ungnade gefallene Commander Shepard einen vermeintlich Tierweg. Der Rat hat die Freilassung von Sidaris ausgesetzt, ausgerechnet auf Anraten von Arya Tilok, verrückt. Das können Sie laut sagen. Danke für Ihre Hilfe, Shepard. Bao, hier ist die Korrespondenz. Falls irgendwelche Seelennamen erwähnt werden... Ab schon. Ein Neuankömmling. Zymandis. Seelenname. Betrachtet verzweifelt die Arbeit der Entflammten. Er gehörte zu dem Allianz-Team, das die Batarianer massakriert hat und hat seitdem einen besonderen Forschungsauftrag. Er hat also seine Tentakel nach irgendeiner Reaper-Tech ausgestreckt. Sieht so aus. Ich schicke Ihnen den Nav-Punkt für sein Büro. Wir treffen uns dort. Willkommen, Commander Shepard. Einen Moment, bitte. Ankunft bei den Präsidium. Teil eines groß angelegten und organisierten Invasionsplans sind. Wenn die Möglichkeit besteht. Zymandis? Oder sollte ich sagen, betrachtet verzweifelt die Arbeit der Entflammten? Anscheinend wurde diese Person ergriffen, aber die Haft ist irrelevant. Die Arbeit der Entflammten ist nicht aufzuhalten. Sie sind wahnsinnig und wir lassen nicht zu, dass sie ihren Planeten gefährden. Sie sind verhaftet. Ihr Glaube an den Sieg ist unangebracht. Unsere planetare Verteidigung ist automatisiert und kann mit einem einzigen Virus deaktiviert werden. Und den habe ich gerade hochgeladen. Moment! Ein Virus wird nur auf unbedeutenden Kanälen nicht entdeckt. Und die haben eine Zeitverzögerung. Vielleicht kann ich den Upload blockieren. Vielleicht auch nicht. Helfen Sie ihm! Ich erledige das! Okay, Upload deaktiviert. Sieht aus, als wären wir... Moment. Irgendeine Absicherung. Runter! Sie war die ganze Zeit hier. Sie war eine alte Freundin. Ich wollte sie verhaften. Sie hat mir gegen die Kollektoren geholfen und jetzt ihr Leben gegeben, um die Heimatwelt der Hanar zu retten. In Ordnung. Es war eine Ehre, mit Ihnen zusammenzuarbeiten, Shepard. Ich werde mich bei Zeiten revanchieren. Mit ein paar Freunden. Sie kann rauskommen. Woher wussten Sie das? Nur geraten. Sie werden mich nicht für einen galaktischen Krieg rekrutieren. Das Tegel-Projekt braucht Technikexperten. Ich bin keine Wissenschaftlerin. Aber Sie sind die beste Diebin der Galaxie und können unbekannte Technologie besser hacken als jeder andere. Sie könnten sie brauchen. Und außerdem liegt da jede Menge teure Tech einfach nur so rum. Und Sie müssen am Ende des Projekts sicher nicht Ihre Taschen ausleeren. Das haben Sie schön gesagt. Okay, ich bin dabei. Shepard, schön wieder mit Ihnen zu arbeiten. Der Rat hat die Invasion als Reaper bezeichnet. So nannte auch der in Ungnade gefallene Commander Shepard einen vermeintlich theoretischen Feind. Das Allianz-Militär hat den Hades-Gamma-Cluster den einfallenden Reaper-Streitkräften überlassen. Willkommen, Commander Shepard. Wählen Sie bitte ein Ziel auf. Mittlerweile einen Großteil des Planeten besetzt. Die Turianische... Willkommen, Commander Shepard. Ein für Sie von den... Wählen einen Moment, bitte. Ankunft in Andok-Bucht D-24. Es tut mir leid, Schatz. Ich wollte nicht, dass du dir so ein Gesicht hast. Wahrscheinlich bist du die ganze Zeit.
Commander. Die salarianische Dalatras und der kroganische Clanführer möchten an Bord kommen. Bringen Sie sie in den Konferenzraum. Hoffentlich löst das nicht noch einen Krieg aus. Der Kroganer ist nicht in der Position, Forderungen zu stellen. Der Kroganer hat einen Namen. Erdnord Rex. Und ich bin kein Schrottplatz, Varen, den man loshetzt, wenn man Ärger hat. Ich habe meine eigenen Probleme. Reaper-Kundschafter sind auf Tuchanka gelandet. Warum sollten mich aussterbende Turianer interessieren? Das Ausdehnen der Verhandlung wird Ihnen nichts bringen, Rex. Ich habe keine Zeit dafür. Sagen Sie uns, was Sie wollen. Ich sag Ihnen, was ich brauche. Ein Heilmittel für die Genophage. Auf keinen Fall. Die Genophage steht nicht zur Disposition. Die Kroganer haben für ihre Fehler bezahlt. Die Genophage wirkt nun schon lange genug. 1476 Jahre, um genau zu sein. Das waren 1000 Jahre Frieden ohne diese Grobiane. Es reicht. Ob sie ein Heilmittel verdienen oder nicht, ist akademisch. Es würde Jahre dauern, eins herzustellen. Da habe ich andere Informationen. Ein salarianischer Wissenschaftler, Malen, entwickelte ein Gewissen. Er hat bei uns ein Heilmittel an unseren Frauen getestet. Ja, seine Methoden waren barbarisch. Aber Sie wissen nicht, dass einige andere Frauen seine Experimente überlebt haben. Also hat die Dalatras ein Team geschickt, um aufzuräumen und die Frauen zu inhaftieren. Wo haben Sie das her? Das könnte inszeniert sein. Beleidigen Sie mich nicht, das sind meine Leute. Sie sind immun gegen die Genophage und Sie werden sie zurückgeben. Dalatras, ist das wahr? Was würde die Heilung der Genophage meinen Leuten nützen? Wie lange können Sie alleine gegen die Reaper bestehen? Denn wenn Sie nicht helfen, wird es so enden. Und ich bin der letzte freundliche Turianer, den Sie jemals sehen werden. Wie ist Ihre Entscheidung? Die Frauen befinden sich in einer STG-Basis auf Surkesh. Doch ich warne Sie, die Konsequenzen Ihres Handelns werden uns noch jahrhundertelang verfolgen. Los, holen wir sie! Sie setzen keinen Fuß auf Surkesh. Das erfordert Zeit. Jetzt sofort. Shepard wird den Austausch als Ratspekter beaufsichtigen. Aufbruch. Ich werde das nicht vergessen, Commander. Tyrannen haben in der Not nur wenige Freunde. Wir sind unterwegs zur Heimatwelt der Salarianer. Man ist hier keine Kroganer gewöhnt, also machen wir es kurz. Wir landen, holen die Frauen und hauen ab, bevor sich's jemand anders überlegt. Ich glaube denen immer noch kein Wort. Lassen Sie uns diplomatisch sein, Rex. Sie bekommen schon, was Sie wollen. Diese Frauen sind die beste und wahrscheinlich letzte Chance für mein Volk. Wir bringen sie zurück, Rex. Keine Sorge. Ich weiß das zu schätzen, Liara. Es gibt niemanden, den ich bei dieser Sache lieber dabei hätte. Das Abholen der Frauen sollte völlig problemlos ablaufen. Wer ist die Synthetische? Ich bin Edi, die künstliche Intelligenz der Normandy. Dann hat Ihnen Joker wohl nichts über die Salarianer beigebracht. Commander, die Sensoren haben die salarianische Basis erfasst. Gehen wir runter. Commander, die salarianische Bodenkontrolle meint, wir hätten keine Landeerlaubnis. Die Dalatras hat das persönlich autorisiert. Ich wusste, dass sie ihr Wort nicht halten würden. Die soll mal einen kroganischen Abwurf verhindern. Rex!
haben eine nicht genehmigte Landung. Und wer hat Ihnen genehmigt, meine Spezies als Geisel zu halten? Halt! Aufhören! Nicht schießen! Commander Shepard, bremsen Sie Ihren Kollegen. Wir haben gerade eben erst von diesem Transfer erfahren. Ich möchte keinen diplomatischen Zwischenfall. Genau. Sie haben nur was für Rex wertvoll ist. So wertvoll, dass ich dafür sterben würde. Wir können die Sache klären, aber ich muss darauf bestehen, dass er unter Bewachung bleibt. Ich krieg das schon hin, Rex. Wenn es nicht klappt, sind alle Abmachungen gestorben. Das stimmt schon, Commander. Jeder denkt nur an den Krieg. Und unsere Leute sind extrem nervös. Vorsicht! Achten Sie auf den Eindämmungsschild! Diese Dinger wollte ich eigentlich nie mehr sehen. Wie Sie sehen, gibt es in dieser Basis heikle Informationen. Auch das Studium verschwundener Kroganerinnen? Den Frauen ging es gar nicht gut, als wir sie auf T'Chanka gefunden haben. Sie wurden hergebracht, um sie zu stabilisieren. Dieser ganze Planet stinkt. Ich will Sie gern sehen. Ich muss Ihnen nur eine Freigabe für die unteren Ebenen besorgen. Geben Sie mir kurz Zeit, wir treffen uns dann beim Fahrstuhl. Achtung, Biolabore. Bitte auf Eintreffen des Jagdexemplars vorbereiten. Bitte nicht anfassen. Commander Shepard, Major Kirahi. Ich hatte schon gehört, dass Sie kommen würden. Schön, Sie wiederzusehen. Ah, Sie wurden befördert. Ja, und daran ist unsere Mission auf Vermeier nicht ganz unschuldig. Stellung halten. Sie haben an jedem Tag meine Männer gerettet. Schön, Sie zu sehen, Major. Ganz meinerseits, Dr. Tassoni. Die Reaper schaffen es immer wieder, uns zusammenzubringen. Schön, Sie zu sehen, Major. Ebenso. Und, Commander? Ganz egal, was die Politiker beschließen, Sie können bei der Rückeroberung der Erde auf meine Unterstützung zählen. Das würden Sie tun? Betrachten Sie es als meine Art, mich zu revanchieren. Es wäre mir eine Ehre, wieder an Ihrer Seite zu kämpfen. Guten Tag. Noch ein Angriff? Die Verteidigung. Sie haben jetzt die Freigabe, die Frauen zu sehen, Commander. Hoffentlich können wir die Sache klären, ohne die kroganischen Rebellionen nachzustellen. Danke für Ihre Zeit. Kein Problem. Gehen Sie zum Fahrstuhl, wenn Sie soweit sind. Nehmen Sie jetzt den Fahrstuhl nach unten. Dort wird Sie jemand... Alarm! Bedrohungsstufe 2. Bereitschaftsteams aufteilen. Was ist hier los? Sensoren zeigen Aktivität auf dem Gelände. Rasch, Commander. Jemand wird Sie unten erwarten. Alle Exemplare korrekt erfasst, Sir. Shepard, ausgezeichnetes Timing. Schön, dass Sie da sind. Mordin! Sehkraft nach wie vor einwandfrei. Überraschung verständlich. Hatte nicht damit gerechnet, wieder zu arbeiten. Sind Sie wieder bei der STG? Sonderberater. Wer könnte das sonst sein? Jemand anders hätte alles falsch gemacht. Habe Kroganerinnen geholfen. Dem Erdnot-Clan Informationen übermittelt, politischen Druck zwecks Befreiung der Frauen gemacht. Dann sind Sie Rex Insider-Quelle. Ja, erkläre alles später. Sicherheitswarnungen, nicht normal. Müssen zum Schutz der Kroganerin Planeten verlassen. Immunsystem der Frauen geschwächt. Nebenwirkung von Malens Heilmittel. Haben nicht überlebt.
Sie haben sicher Ihr Bestes getan, Morden. Kam zu spät. Jetzt keine Verzögerung mehr. Eine Überlebende, immun gegen Genophage, kann Heilmittel aus ihrem Gewebe synthetisieren. Sie ist noch hier? Ja, letzte Hoffnung für Heilmittel. Falls sie stirbt, Genophage Heilmittel, problematisch. Bitte vorsichtig sein. Organer sind sehr misstrauisch. Ich bin Commander Shepard von der Allianz Navy. Sind Sie hier, um mich zu töten? Ach, was muss sie durchgemacht haben? Erdnord Rex und ich sind hier, um sie nach Hause zu bringen. Weshalb? Was bin ich für Sie? Sie sind die Zukunft der kroganischen Spezies und dafür kämpfe ich. Dann haben Sie hoffentlich eine Armee dabei. Aktueller Statusbericht. Kommunikation nach draußen unmöglich. Wir sind abgeschnitten. Alle Daten sofort extern sichern. Was ist los? Wir haben mehrere Schiffe im Anflug. Shepard, hier Rex. Cerberus-Truppen greifen die Basis an. Holen Sie sofort die Frau daraus. Es hat nur eine überlebt, Rex. Hier unten ist es vielleicht sicherer. Was? Damit die Salarianer sie umbringen? Genau wie die anderen. Kein Deal. Wenn Sie das Bündnis wollen, schaffen Sie sie da raus. Lassen Sie die Frau frei. Wir gehen. Das geht nicht. Während einer Abregelung darf laut Protokoll kein Exemplar... Einspruch. Vermerkt. Jetzt bitte Freilassung der Kroganerin. Muss Tank überwachen, während der Quarantäneprozess durchläuft. Treffen beim nächsten Kontrollpunkt, Shepard. Cerberus ist wahrscheinlich gegen genophage Heilmittel. Sie sehen Tuchanka wieder. Versprochen. Zum Fahrstuhl, Shepard. Wer hat die Lage im Blick? Feindliche Schiffe greifen die Landezone an. Sieht, irgendwas stimmt nicht mit dem Aufzug. Er reagiert nicht. So, versuchen Sie es jetzt, Commander. Tag! Commander Shepard, alles in Ordnung? Gibt es noch einen anderen Ausgang? Auf der anderen Seite des Labors, ein Notausgang. Ich kann ihn von hier aus öffnen. Shepard! Morden Solus, 162,3. Station dank STG-Verbindungen gesichert. Autonomie in Sachen kroganische Testobjekte erlangt. Frauen offensichtlich im Sterben. Shepard, wir können uns keine Verzögerung leisten. Wir sollten diesen Bereich verlassen. Shepard, hier ist Rex. Ich habe das Shuttle genommen. Tun Sie alles, was nötig ist und bringen Sie die Frau rauf zum Landeplatz. Ich mach bis dahin Cerberus das... Ein Beschuss für Position Teldec 4! Sofort Verstärkung zu dieser Position! Bestätigen Sie! Noch mehr. Noch mehr Feinde! An alle Trupps, Achtung, wir stoßen auf Widerstand durch nichts. Sie dürfen nicht im Labor in Deckung gehen! Spezies 732 Jag wurde zur geheimen Unterstützung freigegeben. Sie sind ideale Kandidaten für Erweiterung des Salarianischen Einflusses. Wir mussten offensichtlich noch nie ein Jagd direkt bekämpfen.
sind unterwegs. Vorsicht, das ist der nächste Shadow Broker. Gar nicht lustig. Schild hält. Aussage zum Zustand der Koganerin nicht möglich. Mir geht's gut, Commander. Frauen wurden versteckt. Möglicher Maulwurf bei STG. Könnte indoktriniert sein. Kommt Bündnis Kogana-Turianer nicht zustande, fordert niemand die Reaper heraus. Wir fordern sie nicht nur heraus. Shepard, Treffen am nächsten Kontrollpunkt. Ziel von Cerberus wahrscheinlich... Cerberus scheint ziemlich gut motiviert zu sein. Die sind zu allem fähig. Commander, zurück! Feind am Ende der Halle! Gibt's einen einfacheren Weg? Könnte man sagen. Beeindruckende Technik. Ich gebe Ihnen Deckung! Orion-Truppen, Sie haben Befehl, die Stellung zu halten und den Zugang zum nächsten Kontrollpunkt zu blockieren. Weg sein. Vielleicht erreichen wir ihn vor Cerberus. Solas Theorie ist wahrscheinlich korrekt. Cerberus wurde über die Anwesenheit der Kroganer informiert. Ihre Reaktionszeit ist zu kurz. In jedem Krieg gibt es...
Verräter! Da sind sie! Achtung! Hier unten sind die Engel Baron! Das doch zerhakt werden! Weitere Feinde im Stockwerk über uns! In Deckung! Solus Theorie ist wahrscheinlich korrekt. Cerberus wurde über die Anwesenheit der Krogana informiert. Wir werden Zeit in Zukunft. Wir sind jeden Lebensverräter. Ich gehe nach oben. Achtung!
Eindämmungsschild stark, aber nicht für direkten Beschuss ausgelegt. Das ist nicht Ihr Problem, Commander. Sie kennen mich nicht. Das will ich aber ändern. Halten Sie durch. Wie viele Kontrollpunkte noch? Nur die Landezone. Hoffentlich wartet Erdner Drax noch. Drax kann seine Finger nicht von einer fruchtbaren Frau lassen. Ihr wird da sein. Wir sehen uns dann oben. Kommandant, komm! Wir sind fast wieder oben. Shepard, Sie haben uns gefunden. Unter schwerem Beschuss. Cerberus holt den Tank, Shepard. Rauch runter. Sie müssen die Freilassung autorisieren. Tank wird dann zur Landezone gebracht. Wir bringen Sie weg von hier. Shepard, Achtung! Feind im Anmarsch! Fair gespielt. Geschafft!
hier oben sieht alles sicher aus. Ich komme runter. Mir Sorgen gemacht. Beeilen wir uns. Bringen wir sie weg von hier. Da sind sie. Da sind sie. Los! Ich kann auf mich selbst aufpassen, Rex. Was macht Cerberus hier? Was wollen Sie? Commander, wie ich höre, arbeiten Sie an einem Vertrag zwischen Kroganern und Turianern. Wenn ich Kroganer nach Pelevan bringe, unterstützen mich die Turianer. Und was hat Cerberus damit zu tun? Ich weiß es nicht. Der Unbekannte hat irgendetwas vor. Den müssen wir auf Distanz halten. Dieser Vertrag wäre ein gewaltiger Sieg für die Allianz. Wir brauchen absolut jede Hilfe. Was ist mit dem Proteanergerät? Die Allianzforschung hat offiziell mit dem Bau begonnen. Unter dem Namen Projekt Tigel. Wir setzen jeden dafür ein, der einen Hammer halten kann. Das ist das ehrgeizigste Unternehmen der Menschheitsgeschichte. Werden wir es schaffen? Ich sage nicht, dass es einfach wird. Aber laut unseren Forschern sind die Entwürfe elegant, gewaltige Ausmaße, aber irgendwie auch simpel. Wir schaffen das, Shepard. Sie schaffen es. Und keine Zweifel. Nein, Sir. Gut, Hackett Ende. Sie haben die Frau, Rex. Das Heilmittel für den Rest ihrer Leute hat Zeit. Das war nicht der Deal. Aber Pelevan braucht ihre Truppen jetzt. Es darf keine Verzögerung geben. Wenn nicht jeder Kroganer das Heilmittel bekommt, gibt es kein Bündnis. Morden, wie lange würde ein Heilmittel brauchen? Muss Basis-Antigen der Frau synthetisieren. Benötige dazu Gewebeprobe von gesundem kroganischen Mann. Steht vor ihm. Akzeptabel. Brauche sie für die Prozedur an Bord der Normandy. Hoffentlich ist das Essen jetzt besser. Dann fangen Sie an und beeilen Sie sich. Wie immer. Bin in Krankenstation, falls Gespräch gewünscht. Muss Tests an Eva durchführen. Eva? Richtiger Name der Frau unbekannt. Normandy ein Schiff der Menschen. Mythologie der Menschen daher angemessen. Schlage Gespräch mit ihr vor. Neue Perspektive. Überraschend. Und, ist sonst noch irgendwas? Es gibt ein kleines Problem wegen eines Schiffs, zu dem unser Kontakt abgerissen ist. Details? Das bespreche ich lieber unter vier Augen. Die Probleme der Turianer sind nichts im Vergleich zu unseren. Die da wären? Einige meiner Männer werden vermisst. Den Rest besprechen wir besser
Woanders. Ich sehe Sie dann in der Einsatzzentrale, gesprächsbereit. Galaxiekarte markiert. Gibt es weitere Informationen über die Lage? Ich habe die Bestätigung, dass unsere Verstärkung auf der Planetenoberfläche gelandet ist. Eine Gruppe kroganischer Elitesoldaten, die Kompanie Aralak, hat erste Scans durchgeführt. Hört sich gut an. Was noch, Eli? Wir suchen einen kroganischen Spähtrupp, der in diesem Gebiet verschwunden ist. Er untersuchte Berichte über Aktivitäten in der Nähe des Rachni-Portals. Die Rachni? Kein Wunder, dass Rex das unter Verschluss halten wollte. So ist es. Sie haben vor über 2000 Jahren fast die gesamte Galaxie erobert. Selbst Gerüchte über ihre Rückkehr könnten Panik auslösen. Es gibt viele Gründe für eine Störung der Kommunikation mit den Kundschaftern. Wir wissen nicht viel, aber es wurden keine Rachni-Aktivitäten gemeldet. Es sollte nicht mal Gerüchte geben. Sie haben die letzte Rachni-Königin nur unter der Bedingung gehen lassen, dass sie für immer verschwindet. Sie würde nicht durch so einen Krieg die Ausrottung ihrer Spezies riskieren. Rechnen Sie einfach mit allem. Ja, das Shuttle ist eingetroffen. Bewegung, Team 2. Wer was entdeckt, macht Meldung. Grant? Shepard? Was machen Sie denn hier? Das Gleiche könnte ich Sie auch fragen. Haben diese Trottel Sie nicht eingesperrt? Doch, man wollte die Batarianer von mir fernhalten. Es sollte während der Kriegsvorbereitungen keine Probleme mit dem Rat geben. Die Lage hat sich geändert. Ja, Sie haben wichtigere Probleme, das stimmt. Deshalb befehlige ich hier draußen die Kompanie Aralak. Sie sind hart, halten sich für unbesiegbar, rücksichtslos, aber effektiv. Sie waren eine Nervensäge, aber wenn Ihre Kroganer nur halb so gut sind wie Sie, schaffen wir es auch hier raus. Ha, gut, dass Sie da sind und beim Schädelspalten helfen, Shepard. Schwer zu glauben, dass das Rachni sein sollen. Das ist doch verrückt. Rachni. Eine Chance, dem alten Feind zu begegnen? Unwiderstehlich. Wir wissen nicht, ob hier Rachni beteiligt sind. Wir sollen die Kundschafter finden. Also ich habe keine Anzeichen von Aktivität gesehen. Zugegeben, aber dieser Ort stinkt wie eine eitrige Wunde.
Laut unseren Scans laufen die Tunnel an einem zentralen Punkt zusammen. Mit etwas Glück ist es ein Nest. Ein Nest wäre von Vorteil. Wir könnten die Sache hier beenden. Kompanie Aralak, Abmarsch! Nehmen Sie sich, was Sie brauchen. Wir treffen uns im Kundschafterlager. Klingt gut. Nehmen Sie, was Sie brauchen und... drücken Sie ab. Grunt hat sich gut entwickelt. Eine genetische Tankzüchtung kombiniert mit Erfahrung. Bereit, Shepard. Wir sind direkt hinter Ihnen. Bereit zum Aufbruch? Also gut, gehen wir. Endlich. Bin hinter Ihnen, Shepard. Alle in Ordnung? Shepard! Noch in einem Stück! Sieht aus, als wären wir alle okay. Halten Sie Funkkontakt! Sind unterwegs! Vor uns ist irgendwas. Ich seh's. Grunt, hier liegt die Leiche eines Kundschafters. Ist schon ein paar Tage tot. Ach ja? Wer eine Waffe hat, mitnehmen. Er braucht sie nicht mehr. Ist das ein Netz? Sieht aus. Zusammenbleiben. Man kann hier leicht getrennt werden. Stimmt. Alle bereithalten. Hat das irgendjemand gesehen? Bestätige. Eine Art Kapsel worauf. Ja. Shepard. Was ist das? Vorsicht, wo sie hingehen. Beachten Sie die dritte, Shepard. Reaper-Technologie. Vielleicht. Oder was davon übrig ist. Noch eine Spezies, die die Reaper pervertiert haben.
Grant, Anwesenheit von Rachni bestätigt. Modifiziert und sehr gefährlich. Endlich was zum Umlegen. Hier ist noch nichts. Haben einen Kroganer durch ein Schlundloch verloren. War keine gute Route. Das Nest muss hier sein. Die beträchtliche Anzahl von Lieferkräften zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Keine Frage, die Reaper waren hier. Sehe ich auch so. Finden wir raus, warum. Barriere, Shepard. Verstanden. Das muss sich irgendwie öffnen lassen. Was ist das? Das ist so eine Art Schloss. Achtung! Jemand verletzt? Dann müssen wir wohl einen anderen Weg suchen. Na los! Was war das für ein Lärm, Shepard? Klang gar nicht gut. Einsturz. Wir sind okay. Gut. Ich hätte sie ungern ausgegraben. Sie verletzen meine Gefühle? Ja, ja. Zugestoßen ist. Was haben Sie gefunden? Schwerer Angriff. Der Anführer hat befohlen, Waffen tief in die Höhlen hineinzubringen. Er wusste, dass das nächste Team Hilfe brauchen würde. Sie sind gestorben, damit wir eine Chance haben, zur Zentralkammer zu kommen. Los! Shepard! Aus wie eine letzte Nachricht. Sie soll an eine Asari namens Erebor auf der Citadel übergeben werden. Noch eine Halle, Shepard. Thank you.
Unten bleiben. Sie darf sie nicht anvisieren. Die züchten hier unten eine ganze Armee. Sie vermehren sich sehr schnell und haben hier ein perfektes Versteck, bis sie so stark sind, dass man sie nicht mehr aufhalten kann. Sehe ich auch so. Und sie hetzen alles, was sie haben, auf uns, damit wir das Nest nicht erreichen. Shepard, wir werden blockiert und überrannt! Beeilung, Shepard! Da ist der Energieknoten. Los! Shepard, was uns da aufgehalten hat, war kein Netz. Das war Reaper Tech. Wir sind auch reingelaufen. Die Rachni haben sich für den Moment zurückgezogen, aber sie können unsere Wunden riechen. Jeder gute Feind würde sich neu formieren und uns den Rest geben. Und zwar bald. Wir sind nah dran. Die Barrieren haben geschützt, was hinter dem Durchgang ist. Wir verschanzen uns und legen alles um. Das gibt ihnen Zeit. Viel Glück. Ich brauche kein Glück. Ich habe Munition. Krogana, bereit machen! Mehr Eier. Ganz langsam. Was ist das?
Grant, wir haben die Zentralkammer gefunden. Gut, wir halten Ihnen den Rücken frei, Shepard. Bewegung! Verdammt! Wir müssen den Energieknoten finden. Auf der anderen Seite muss es noch mehr Energieknoten geben. Konzentration!
Weitermachen, Leute! Erschreckt hat, wird nicht lange anhalten. Bringen Sie es zu Ende. Verstanden. Sie ist schwer verletzt. Sie braucht Zeit für ihre Flucht. Shepard, wenn wir hier bleiben, stirbt die Kompanie Aralak. Haben Sie verstanden? Hören Sie zu, die Kompanie Aralak hält die Rachni auf, während die Königin entkommt. Wir verschaffen Ihnen Zeit. Grant, zurück zu unserer Position. Führen Sie uns raus. Verdammt sollen Sie sein, Shepard! Ich verlasse mein Team! Commander! Das ist ein Befehl. Sie ist zu wertvoll. Wir dürfen sie nicht verlieren.
Das Shuttle ist am Ende dieses Weges. Ich halte sie auf. Weg hier, Shepard! Jetzt bin ich dran. Wir sind die Letzten. Holen Sie uns ab. Verstanden, Kommando. Shuttle ist bereit. Grunt! Hat jemand was zu essen dabei? Ihren Bericht über die Rachni, Commander. Das hätte ganz schnell kompliziert werden können. Hoffentlich wissen Sie, was Sie da tun. Ein Bündnis mit der Rachni-Königin hat beim letzten Mal nicht geklappt. Ich vertraue Ihrem Instinkt, Commander. Sie wird uns helfen, Admiral. Hoffentlich. Aber wir haben den Nachschub der Reaper mit Rachni unterbunden und zusätzliche kroganische Unterstützung erhalten. Das ist ein Sieg. Ich muss weitermachen, Commander. Seien Sie vorsichtig da draußen. Hackett Ende. Shepard, Sie haben's geschafft. Klingt, als hätte ich einen Wahnsinnskampf verpasst. Es war blutig, Rex. Wir hätten Sie brauchen können. Ich war zu sehr mit Reden beschäftigt. Das ist verrückt. Ein Krieg tobt und ich muss den Frieden bewahren. Ich habe gehört, Sie hätten eine Abmachung mit der Rachni-Königin. Wenn die wieder durchdrehen, mache ich sie verantwortlich. Verstanden. Ich habe gehört, Grunt ist mit ein paar Kratzern davongekommen. Könnte man sagen. Zusammenflicken und weiterkämpfen lassen. Hört sich gut an. Ich muss dann wieder. Halten Sie mich auf dem Laufenden. Shepard, Tests verifiziert. Synthetisierung für allgemeine Immunität der Kroganer möglich. Gut, dann nehmen Sie Ihr Messer weg. Ist es fertig? Nein, Übertragungsvektor fehlt. Heilmittel nur sinnvoll, wenn gesamter Spezies verabreicht. Sie haben doch Ideen, Morlin. Sie haben die Genophage schon einmal verändert. Es muss einen Weg geben. Möglichkeit besteht immer. Aber zeitbegrenzt. Kann neuen Infektionsstamm nicht von Grund auf neu erstellen. Grundwasser? Zu langsam. Freiwillige Impfung? Riskant. Population zu verstreut für Luftübertragung. Außer, Moment, natürlich. Der Mantel. Konstante Verteilung von Luftpartikeln. Von Salarianern zur Reparatur der Atmosphäre von Tuchaka gebaut. Auch von Turianern benutzt. Wir haben damit insgeheim das Genophage-Virus verbreitet und so die kroganischen Rebellionen beendet. Ich wäre vorsichtig damit, wem Sie das erzählen. Manchmal verstehe ich, warum die Kroganer wirklich jeden erschießen wollen. Es waren verzweifelte Zeiten. Ja, ja. Aber jetzt nützlich. Original-Genophage-Stamm noch in Mantelanlage gelagert. Als Übertragungsvektor benutzen und dann über Mantel ganz Tuchanka mit Heilmittel bedecken. Sie kluger kleiner Pijack. Das ist unsere Chance. Los, machen Sie jetzt alles bereit, Morlin. Ja, bereit, wenn Sie mich brauchen. Bin bis dahin mit Eva in Krankenstation. Commander, Admiral Anderson ist über Videoleitung verfügbar.
Shepard, Sie haben doch bestimmt schon die Galaxie von den Reapern gesäubert und wir können alle wieder auftauchen. Nicht ganz. Es gab kleinere Komplikationen. Die gibt's immer. Hackett hat mich über den Tigel informiert. Klingt, als müssten Sie noch ein paar Knoten entwirren. Dafür haben Sie mich angeheuert. Eigentlich sollen Sie Reaper töten. Hoffentlich lenkt die Politik Sie nicht zu sehr ab. Ich komme schon klar damit. Was ist mit Ihnen? Wie läuft's auf der Erde? Ich erspare Ihnen die Details. Sagen wir einfach, viele Städte auf der ganzen Welt melden sich nicht mehr. So schlimm? Wir beide wussten, was uns erwartet, aber alle anderen haben den Schock noch nicht überwunden. Sind Sie in Sicherheit? Das ändert sich stündlich. Ich kam mit einem Shuttle aus Vancouver raus und jetzt geht's von Loch zu Loch, nur um am Leben zu bleiben. Was ist mit den Reapern? Sie ernten alles, was sich bewegt. Aber hauptsächlich in den Großstädten, was uns etwas Bewegungsfreiheit gibt. Glauben Sie, sie halten durch? Momentan sind wir froh über jeden Funkkontakt und organisieren den Widerstand auf regionaler Ebene. Aber es gibt genug Freiwillige. Alle wissen, was auf dem Spiel steht. Ich sehe den Sieg noch nicht, aber er wird kommen. Und wenn ich dabei draufgehe? Der Tod hat Sie bisher nicht aufgehalten. Aber fordern wir das Schicksal nicht heraus. Passen Sie auf sich auf, Shepard. Sie auch, Sir. Wir reden bald wieder. Anderson, Ende. Zivilisten auf Banning an. Wir wurden gebeten, bei der Evakuierung des Planeten zu helfen. Ich habe etwas gefunden. Shepard, Cerberus-Einsatztrupps haben eine Großstadt auf Banning infiltriert. Zuerst hieß es, sie würden Zivilisten rekrutieren. Aber inzwischen sieht es so aus, als würden Leute gegen ihren Willen verschleppt. Erzählen Sie mir mal was Neues. Wir haben ein Aufklärungsteam hingeschickt. Und Cerberus hat mit Angriffen auf Zivilisten und öffentliche Einrichtungen reagiert. Offiziell lehnt Cerberus jede Verantwortung ab und verurteilt die Aktion. Entweder lügen Sie, oder wir haben es mit einer Splittergruppe zu tun. Das wird Ihnen noch leid tun. Ganz genau. Sichern Sie das Gebiet.
damit wir dem Rest der Stadt helfen können. Nähern uns dem Zielpunkt, Commander. Verstanden, Lieutenant. Die Leute da unten zählen auf Sie, Commander. Hackett, Ende. Ich empfange jede Menge SOS-Signale von Zivilisten, Commander. Die meisten kommen aus der oberen Straße. Ich registriere dort auch eine größere Ansammlung von Cerberus-Truppen. Können Sie mir Luft aufklicken? Erklärung verschaffen. Schon unterwegs. Verstärkung ist eingetroffen. Versuchen Sie Ruhe zu bewahren. Bleiben Sie einfach unten. Commander, es sind weitere Cerberus-Truppen in Ihre Richtung unterwegs. Wir halten hier die Verteidigungslinie. Wir entdecken die Flucht der Zivilisten. Thank you.
gehen. Los! Transporter! Halt! Wir werden es schaffen. Keine Feinde in unmittelbarer Nähe geortet, Commander. Verstärkung rückt vor, um die Evakuierungsroute zu sichern. Gute Arbeit von allen. Cortez, wir treffen uns am Landeplatz. Verstanden. Berichte über Angriffe gegen andere Städte auf Benningrhein. Leugnet Cerberus noch immer seine Beteiligung? Ja, und diesmal glauben wir ihnen sogar. Unschuldige Menschen zu erschießen ist nicht ihre Art. Jedenfalls haben die Zivilisten da unten jetzt eine Chance. Wir verstärken unsere Stellung und holen die Leute raus. Danach befreien wir den Rest des Planeten. Hoffentlich gelingt uns das auch auf der Erde. Eines Tages, Commander. Bis dahin müssen wir einfach reagieren. Weitermachen. Hast du gehört, dass wir schon wieder eine Kolonie evakuieren mussten? Es werden immer mehr, aber von Verlusten der Reaper hört man kaum etwas. Naja, die Reaper haben keine Kolonie. Cerberus-Truppen landen abseits der Tuchanka-Schlachtfelder. Ihr Ziel scheint eine alte Boden-Weltraum-Kanonenanlage zu sein, die seit den Kroganischen Rebellionen nicht mehr benutzt wurde. Sie hat keinen militärischen Nutzen und die Kroganer sind zu weit verteilt, um sich darum zu kümmern. Wissen wir, was Cerberus vorhat? Nein, aber wir wissen, dass Cerberus niemals ohne Plan handelt. Halten Sie sie auf und stellen Sie dabei gleich fest, was Sie vorhaben. Wird erledigt. Hoffentlich. Hackett Ende. Anscheinend hat Cerberus die Kanone einsatzfähig gemacht, Commander. Ich gehe wieder hoch und sehe mir an, worauf sie schießen. Tun Sie das. Direkt. Commander, ich habe Sichtkontakt zu einem Cerberus-Kreuzer im Anflug.
wird ausgeschaltet. Direkt hinter Ihnen, Shepard. Steuerung. Wir holen dieses Schiff vom Himmel. Sie haben die Energieversorgung der Konsole unterbrochen. Sie müssen die Energieversorgung wieder einschalten. Dann los. Feinde im Anmarsch. Sie bringen mit Shuttles Verstärkung rein und befestigen ihre Stellung. Thank you.
Energie auf die Hauptkonsole umgeleitet. Bin jetzt auf dem Rückweg.
Kreuzer leitet Bombardierung ein. Kanonensteuerung wiederhergestellt. Zielerfassung aktiviert. Koordinaten, Lieutenant. Hochgeladen. Feuer! Direkter Steuerbordtreffer, Commander. Ziel bricht auseinander. Ich wiederhole, direkter Treffer. Sie haben es geschafft. Okay, gute Arbeit von allen. Shepard, mit den kroganischen Kanonen hat Cerberus uns den strategischen Vorteil in diesem System gegeben. Der Feind zieht sich zurück, aber er wird versuchen, die Anlage zurückzuerobern. Wahrscheinlich. Ich schicke ein Allianzteam zur Sicherung. Wir haben dank Ihnen in einer starken Verteidigungsposition Fuß gefasst. Das hört man gern. Gute Arbeit, Commander. Hackett, Ende. Commander? Sie sagten, eins Ihrer Schiffe wird vermisst? Es ist abgestürzt. Das konnte ich vor dem Kroganer nicht sagen, weil es auf Tuchanka war. Eine Vorhut der Reaper hat sie mittlerweile auf dem Planeten festgenagelt. Was machen Ihre Männer dort? Tut mir leid, aber das ist geheim. Nun, sie müssen unbedingt gerettet werden und ihre Mission erfüllen. Es ist eine Sache des galaktischen Friedens. Ich tue, was ich kann. Ich weiß Ihre Hilfe zu schätzen und Ihr Verständnis. Das ist alles. Natürlich, Commander. Diese Absturzstelle ist ein Albtraum. Rex hatte also recht. Reaper-Kundschafter. Edi, weitere Informationen? Die Missionsanweisung identifiziert den turianischen Commander als Lieutenant Tarquin Victus. Victus? Der Sohn des Primarchen. Ich muss ihn erreichen. Es gibt Gerüchte über Cerberus-Aktivitäten auf Tuchanka, aber nichts über Turianer. Commander, ich muss in einiger Entfernung von der eigentlichen Absturzstelle landen. Und besser geht's nicht. Nein, Sir, aber die Reaper scheinen uns nicht bemerkt zu haben. Das Überraschungsmoment ist nicht verloren. Also gut, bringen Sie uns runter. Retten wir den Zug! Okay. Haben Sie Lieutenant Victus erreicht? Ja, aber die Verbindung ist miserabel. Stellen Sie durch. Hier ist Commander Shepard, Allianz Navy. Hören Sie mich? Hier, Lieutenant Tarquin Victus, neunter Zug. Wir wurden von Reaper-Heuschrecken in die Enge getrieben und erleiden schwere Verluste. Außerdem sind einige meiner Männer an der Abschlussflugbahn verstreut. Lieutenant, schießen Sie eine Leuchtrakete ab, damit wir sie finden. Gut. Die Lage wird jede Minute schlimmer. Meine Männer sterben. Hört sich übel an. Okay, los geht's. Das Ausmaß der Zerstörung ist erstaunlich.
Shepard, irgendeine Idee, was diese Turianer hier wollten? Karten dieses Gebiets zeigen keinerlei wichtige Ressourcen. Sehen Sie sie? Töten Sie sie rasch. Wir wollen keine Verstärkung. Eine abgestürzte Rettungskapsel. Sie haben den Absturz überlebt. Und dann hat eine Heuschrecke die Kapsel gesprengt. Wurden sie getötet? Und von Husks rausgezogen und gefressen. Empfange akustische Hinweise auf einen Konflikt. Okay, ich habe Sichtkontakt zum Feind. Und direkt dahinter liegt eine Rettungskapsel. Die Turianer stecken ganz schön in der Klemme. Der Feind weiß nicht, dass wir da sind. Dann können wir sie überraschen. Genau. Also los. Es ist uns gelungen, sie alle zu retten. Weitergehen! Wir müssen so schnell wie möglich die Hauptabsturzstelle finden. Der Druck auf Lieutenant Victus angesichts der Beförderung seines Vaters erfolgreich zu sein, ist bestimmt immens. Organische Spezies messen dem elterlichen Einfluss eine übertriebene Bedeutung zu. Sozialer Druck ist ein weitaus wichtigerer Faktor bei der Entwicklung des Verhaltens. Thank you.